Aus fußballerischer Sicht waren die 1990er in Österreich eine sehr bewegte Zeit. Eine Zeit, in der einige der größten Erfolge gefeiert, aber zugleich auch viele Tiefpunkte hervorgebracht wurden, die viel kaputt gemacht haben. Kommt mit mir auf eine Reise in die bewegten 90er des österreichischen Fußballs mit all seinen hellen Höhepunkten, traurigen Tiefpunkten, kultigen Kuriositäten und langlebigen Legenden. Ich bin ich und nicht er und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Zeitreise. Tor! 1:0! Was für eine Sensation! Und 3:0! Sie bringen den Ball nicht weg, sind völlig nervös und Tor! Ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Unglaublich, was sich hier abspielt! Stangepass, der Fußball-Podcast mit ich und nicht er. Aus der Serie Die bewegten 90er Jahre im österreichischen Fußball. Heute die Weltmeisterschaft 1990. Nachdem die Weltmeisterschaft 1986 nur knapp und die Europameisterschaft 1988 recht eindeutig verpasst wurden, entschloss sich der ÖFB zu einem Trainerwechsel. Branko Elstner musste gehen und Josef Peppi Hickersberger übernahm das Amt des Teamchefs. Er war eigentlich nicht die erste Wahl, denn ÖFB-Präsident Beppo Mauhardt wollte eigentlich Trainerlegende Ernst Happel als Teamchef. Dieser bekam von seinem damaligen Club FC Tirol aber keine Freigabe. Also fragte Mauhardt Hickersberger, ob sich dieser den Job zutrauen würde. Als Spieler war Hickersberger unter anderem in Deutschland bei Düsseldorf und Offenbach unter Vertrag, aber auch in Österreich bei Rapid, Wattens und Austria. Als Trainer hatte Hickersberger zuvor Casino Baden, Schwechat, Forchtenstein, Traisen, aber auch für ein Jahr die österreichische U21 trainiert. Sein vorgegebenes klares Ziel, die Weltmeisterschaft 1990 im Nachbarland Italien. Die Qualifikation. Doch der Weg war holprig. In der Qualifikationsgruppe bekam es das Team mit der Sowjetunion, der DDR und zusätzlich noch mit der Türkei und Island zu tun. Für die Jüngeren unter euch, damals war Deutschland noch in einen West- und Ostteil getrennt und die DDR war der Ostteil. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe fuhren zur WM. Zum Auftakt setzte es gleich eine 0:2 Niederlage in Kiew gegen die Sowjetunion. Besser lief es da schon daheim gegen die Türkei, zumindest bis zur 54. Minute, als Österreich mit 3:0 in Führung lag. Prohaska. Herzog! Und der Ball ist wieder im Tor! 3:0! Danach ließ das Team allerdings die Zügel schleifen und kassierte noch zwei Gegentore, konnte den Vorsprung aber über die Zeit retten. Und Tor! Danschuh erzielt das 3:2. Da haben die Österreicher jetzt nicht aufgepasst. Dann klebte dem österreichischen Team auch noch das Pech am Fuß. Im Auswärtsspiel gegen die DDR ging das Team in der dritten Minute zwar in Führung, musste aber kurz vor dem Ende noch den Ausgleich hinnehmen. Auswärts gegen Island gab es nur ein mageres und sehr enttäuschendes 0:0. Es war dies übrigens das letzte Spiel von Herbert Prohaska im Teamdress. Daraufhin folgte direkt das Heimspiel gegen die Isländer. Wieder tat sich die Mannschaft sehr schwer. Es dauerte bis zur 48. Minute, bis Österreich endlich in Führung ging. Russ, Linzmeier, war eine gute Flanke. Und jetzt Pfeifenberger, du musst treffen und Tor! Tor, jawohl, 1:0! Heimo Pfeifenberger macht das Führungstor der Österreicher. Na Gott sei Dank! Da hört sie die Salzburger hier. Ihr Heimo hat den Treffer erzielt. Nur um Sekunden später quasi im Gegenstoß den Ausgleich zu kassieren. Ein Schuss von Pfeifenberger. Und da ist der Ausgleich! Da ist der Ausgleich! Magerson, nein! Bitte, jetzt führen wir! Jetzt führen wir und kriegen innerhalb von 60 Sekunden den Ausgleich. Schauen zu, reklamieren, haben gezögert, haben nicht attackiert und kriegen den Ausgleich. Gottlob gelang der Mannschaft aber doch noch der erneute Führungstreffer und das 2:1 wurde bis zum Schluss gehalten. Schack! Tor! 2:1! Manfred Schack!
konnte Sigurdsson nichts mehr machen bei diesem Schuss. Und da freut sich auch der Pepe Hickersberger, herausgelaufen zum Teamchef, sind die Spieler und jubeln. Und jetzt bitte ein bisschen aufpassen auf diesen Treffer. Es folgte nun das Heimspiel gegen die Sowjetunion. Dieses endete 0:0, kann aber durchaus als ein Punktegewinn gesehen werden, da die Sowjets der klare Favorit der Gruppe waren. Im Auswärtsspiel gegen die Türkei, wo man mit einem Sieg die Qualifikation sicher machen konnte, setzte es für die österreichische Mannschaft eine heftige 0:3-Watschen. Somit entschied sich in der Gruppe alles am letzten Spieltag. Die Sowjetunion, Österreich, die Türkei und die DDR waren nur durch 2 Punkte getrennt und trafen in direkten Duellen aufeinander. 15. November 1989. Die Sowjets hatten ein Heimspiel gegen die Türkei, während Österreich daheim die DDR empfing. Alles war bereit für einen großen Showdown, der allerdings von einem historischen Ereignis überschattet wurde. Am 9. November 1989, nur 6 Tage vor dem Qualifikationsspiel in Wien, war die Mauer gefallen. Die Mauer, die jahrzehntelang Deutschland in 2 Teile gespalten hatte und nun Geschichte war. Das ging an der Mannschaft der DDR natürlich nicht spurlos vorbei. Viele Fragen und Unsicherheiten spukten ihnen im Kopf herum. Zusätzlich belagert von Reportern aus aller Welt und Spielervermittlern, die natürlich die talentiertesten Spieler des Teams, wie einen Matthias Sammer oder Ulf Kirsten, in den Westen locken wollten. Und vor allem, was würde passieren, wenn sich die DDR tatsächlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren sollte? Ein Team aus einem Land, das es überhaupt nicht mehr gab? An eine ruhige Vorbereitung war nicht zu denken. Aber auch im österreichischen Lager war nicht alles eitel Wonne. Die Mannschaft wurde im Verlauf der Qualifikation immer wieder heftig für ihre Leistungen kritisiert und besonders ein Mann bekam dabei mehr ab als die anderen, Toni Polster. Polster spielte zu diesem Zeitpunkt beim FC Sevilla in Spanien und war zweifellos ein begnadeter Stürmer. In den bisherigen 10 Ligaspielen waren ihm immerhin bereits 7 Tore gelungen und er sollte die Saison mit ganzen 33 Toren abschließen. Doch leider gelang es Polster nur selten, seine Vereinsform auch bei der Nationalmannschaft auf den Platz zu bringen. Grund und Boden für die Kritik, die darin resultierte, dass Polster oftmals lautstark von den Fans ausgebuht und ausgepfiffen wurde. Die Entscheidung. Österreich erwischte einen fantastischen Tag. Man hatte das Spiel über weite Strecken im Griff und ging bereits nach 2 Minuten mit 1:0 in Führung. Polster, Ball am linken Fuß. Und Tor! 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 2. Minute. Genauso wie im Mai in Leipzig. Auch da hat Polster das Tor geschossen. Ich bin begeistert und Sie auch zu Hause. Die Taktik der DDR, die zuvor noch auf ein Unentschieden spekulierten, das ihnen bei einem Sieg der Sowjetunion gereicht hätte, war damit über den Haufen geworfen. Torschütze Toni Polster. In der 23. Minute bekam Österreich einen Elfmeter zugesprochen. Oder besser gesagt geschenkt, denn der Verteidiger der DDR traf ziemlich eindeutig den Ball. Und Toni Polster ließ sich nicht zweimal bitten. Wir sind in der 22. Minute, das Duell Polster gegen Heine. Und Tor! Was für ein Tag! Was für ein Tag! 2:0. In Minute 30 bekam nun die DDR einen Elfmeter zugesprochen. Doch Klaus Lindenberger, der Schlussmann der österreichischen Mannschaft, parierte. Na, also heute glückt alles. Das ist ein Tag, wo alles funktioniert. Den Schlusspunkt setzte Österreich in der 61. Minute. Torschütze erneut Toni Polster, der in seinem Jubel daraufhin zu den Fans lief und ihnen seine Meinung geigte. Zu Polster, gut gemacht. Ein Abwehrspieler noch vor ihm. Und Tor! Tor! 3:0!
Das dritte Tor Toni Polsters. Jetzt ist die Partie entschieden. Vom Buhmann zum gefeierten Helden. Polster meinte nach dem Spiel auf die Frage, warum er die Ehrenrunde nach dem Spiel schwänzte: Ich wollte und konnte mich nicht bei den Leuten bedanken, die mich 1,5 Stunden vorher gnadenlos ausgepfiffen hatten. Und ich möchte jetzt auch kein Volksheld sein. Das brauche ich nicht. Man soll mich nur korrekt behandeln. Ganz besonders legendär auch die Szene, als Reporter Peter Elstner nach dem Spiel zur Mannschaft in die Kabine wollte, um Stimmung und Stimmen einzufangen. Doch das Fernsehteam stand vor verschlossenen Türen. Wir stehen also hier jetzt vor der Kabine, aber die österreichische Mannschaft lässt uns leider nicht hinein. Ich hoffe also, dass wir rein können. Hallo? Jetzt machen wir wieder einen Blick in die Kabine. Oder Juri Fickersberg sagt, ich darf nicht hinein. Vielleicht darf jetzt ein Spieler herkommen. Herr Hickersberger, kann bitte der Lindenberger herkommen oder ein Spieler? Bitte, wir sind nur 2 Minuten auf Sendung. Es ist live alles. Na gut, dann sagen wir danke, lassen euch im Jubel allein. Schade, dass die Zuschauer nicht dabei sein dürfen. Und wir gehen wieder zurück ins Studio. Zu heftig war die Kritik während der Qualifikation von den Medien ausgefallen. Wie dem auch sei, Österreich schlug die DDR mit 3:0. Und weil die Sowjetunion die Türkei zeitgleich mit 2:0 besiegt hatte, war es nun Gewissheit. Italien, wir kommen! Die Vorbereitung. Nun hieß es für die Mannschaft, Sicherheit und Selbstvertrauen für das Turnier gewinnen. Dazu hatte sie 5 Freundschaftsspiele Zeit. Begonnen wurde diese Testserie mit einem unspektakulären 0:0 auswärts gegen Ägypten. Doch was dann folgen sollte, ließ die Hoffnung der Fußballfans auf ganz Großes steigen. Der zweite Gegner war Spanien, ebenfalls auswärts. Zur Halbzeit lag die Mannschaft von Pepe Hickersberger mit 0:2 zurück. Doch nach der Pause drehte das Team das Spiel durch Tore von Hörtnagel, Polster und Rodax um. Endstand 3:2 für Österreich. Auch das nächste Testspiel wurde gewonnen. Ein klares 3:0 über Ungarn. Bevor man als nächstes den amtierenden Weltmeister Argentinien in Wien empfing. Die Südamerikaner traten fast in Bestbesetzung an. Unter anderem auch mit der Legende Diego Maradona. Umso atemberaubender war es, als Österreich bereits nach 3 Minuten 1:0 in Führung ging. Teamchef Hickersberger traut seiner Mannschaft zu, dass sie einen gleichwertigen Gegner abgibt. Er traut ihr zu, dass sie auch Diego Maradona etwas entschärft. Und hier das 1:0, das 1:0 durch Manfred Schack. Ein Traumstart für die Österreicher. Im weiteren Verlauf des Spiels zeigte sich Österreich mit dem argentinischen Team absolut auf Augenhöhe. Und auch wenn man das Spiel am Ende nicht gewann, weil Argentinien in der 34. Minute den Ausgleich erzielte. Haken gegen Petzl, gut gespielt für Burruchaga. Und das ist Ausgleich. Ausgleich durch Burruchaga. Und da hat man gesehen, was Maradona erzeugen kann. So durfte das Team berechtigt stolz auf seine Leistung sein und sorgte mit diesem Ergebnis auch international für Aufsehen. Im 5. und letzten Test warteten die Holländer rund um die Superstars Gullit und Van Basten, die 2 Jahre zuvor Europameister geworden waren. Und erneut konnte Österreich überraschen und führte zeitweise sogar 3:0. Die Niederlande kämpften sich zwar noch einmal zurück, aber am Ende hieß es 3:2 für Österreich. Nach diesen fantastischen und doch unerwarteten Ergebnissen war die Euphorie der österreichischen Fußballfans enorm. Und wenn man sich alleine ansieht, welche Stürmer Österreich mit nach Italien nahm, dann ging einem das Fußballherz auf. Toni Polster, der wie schon erwähnt die Saison in Spanien mit 33 Toren beendete. Gerhard Rodax, der nach dem Spiel gegen Spanien ein Angebot von Atletico Madrid annahm und vor seinem Wechsel die Saison mit 35 Toren für die Admira abschloss. Rodax galt zu dieser Zeit als einer der besten Konterstürmer der Welt und spülte der Admira damals 23 Millionen Schilling, heute etwa 1,5 Millionen Euro, in die Kasse. Und schließlich auch Andreas Ogris, der Gschwinde von der Wiener Austria, der die Saison immerhin mit 16 Toren abschloss und immer wieder mit seinem Kampfgeist begeistern konnte.
Österreich hatte also alle Anlagen, um bei dieser WM für große Überraschungen zu sorgen. Die WM 1990. Österreich wurde in eine Gruppe mit Gastgeber Italien, der Tschechoslowakei und der USA gelost. Keine leichte Aufgabe, doch die Testspielergebnisse stimmten dennoch positiv. Das sollte sich allerdings schnell wieder ändern. Im ersten Spiel gegen Italien, immerhin einer der Mitfavoriten auf den Titel, hielt die Mannschaft trotz großer Nervosität gut dagegen und konnte sich sogar einige gute Chancen herausspielen. Doch der italienische Teamchef Aselio Vicini hatte noch ein Ass im Ärmel. In der 75. Minute wechselte er einen recht unbekannten Mann von Juventus ein, der zuvor erst ein einziges Länderspiel bestritten hatte. Salvatore Schillaci. Eben dieser Salvatore Schillaci war in der 78. Minute bei einer Flanke von rechts zur Stelle und traf quasi mit seiner ersten Ballberührung zur 1:0 Führung der Italiener. Österreich versuchte noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen, doch es sollte nicht sein. Endstand 0:1. Erstes Spiel verloren. Aber noch war ja nicht alles verloren und gegen Italien kann man ja schon mal verlieren. Nun musste gegen den zweiten Gegner, die Tschechoslowakei, ein Sieg her, wenn man aufsteigen wollte. Nicht zwingend allerdings, da nach der zweiten Niederlage der USA den beiden Teams ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht hätte. Einige fürchteten sogar schon eine zweite Schande von Gijón in Florenz. Aber dem rot-weiß-roten Team schien das Pech am Schuh zu kleben. Nach einer halben Stunde spielte Toni Pfeffer einen unnötigen Rückpass zu Torhüter Lindenberger, der noch dazu zu schwach ausfiel. Ein Tschechoslowake hatte die Situation übernasert und war vor Lindenberger am Ball, der nur noch ein Foul begehen konnte. Oh, and that's a bad back pass and surely a penalty. Lindenberger had to act from that awful back pass by Pfeffer. And Chauvinet has won the penalty. Elfmeter für die CSSR und Michael Bilek versenkte den Ball im Tor. Bullseye. Czechoslovakia take the lead deservedly. Äußerst knapp allerdings, denn Lindenberger war im richtigen Eck. Trotz aller Mühen gelang dem österreichischen Team der Ausgleich nicht. Und damit ging auch das zweite Spiel mit 0:1 verloren. Spätestens jetzt war von Euphorie und Enthusiasmus keine Rede mehr. Im dritten Gruppenspiel ging es nun also gegen die USA um die allerletzte Hoffnung. Denn noch hatte das Team die Chance weiterzukommen. Das war dem neuen Modus der Weltmeisterschaft geschuldet, bei dem in den sechs Gruppen nicht nur die ersten zwei, sondern auch die vier besten Dritten weiterkamen. Aber dafür musste ein Sieg gegen die US-Amerikaner her. Die US-Boys hatten ein junges Team, in dem sogar einige College-Amateure standen und hatten zuvor 1:5 gegen die Tschechoslowaken und 0:1 gegen Italien verloren. Wenn also nicht gegen sie, gegen wen dann? Doch die erste Halbzeit ließ erneut nichts Gutes erahnen. Peter Artner sah nach 33 Minuten die rote Karte und mit einem 0:0 ging es in die Halbzeit. Doch in den letzten 45 Minuten dieser Weltmeisterschaft zeigte das österreichische Team endlich, wozu es wirklich fähig war, und das in Unterzahl. In der 49. Minute rannte Andreas Ogris allen auf und davon und schob den Ball zum 1:0 ins Tor. In der 63. Minute war es dann Gerhard Rodax, der nach einer schön herausgespielten Situation den Ball im Tor versenkte. 2:0. Doch es ging einfach nicht ohne negativen Beigeschmack. In der 83. Minute patzte sich Torhüter Klaus Lindenberger an, als ihm ein zentraler Schuss von Bruce Murray durch die Hosenträger rutschte und ins Tor kullerte. Doch das Team hielt das 2:1 bis zum Ende. Es war übrigens der letzte Sieg für Österreich bei einem Großereignis bis zum Sieg über Nordmazedonien bei der Europameisterschaft 2021. Und Josef Hickersberger ist bis heute der einzige Österreicher, der als Spieler und als Trainer ein WM-Spiel gewonnen hat. Doch dieser Sieg sollte am Ende nicht reichen.
Österreich wurde in der Platzierung der 6 Drittplatzierten nur Fünfter und war damit ausgeschieden. Fazit: Hubert von austriansoccerboard.blogspot.com fasst es ziemlich treffend zusammen. Das Team um 1990 war ein starkes Team, das aber offensichtlich sein Glück zu früh verbraucht hatte. Dasselbe Glück, mit dem bei der Mannschaft in den Testspielen alles rund lief, war einfach plötzlich nicht mehr da. Was natürlich sehr schade war, denn dieses Team hätte mit ihren tollen Spielern und Talenten sicher mehr erreichen können. Josef Hickersberger meinte später: Es gingen Routiniers ab, die sich nicht so leicht kopfscheu machen ließen. Gegen die Tschechoslowaken habe ich zu vorsichtig aufgestellt. Etwas mehr Risiko hätte uns gut getan. Doch das Pech konnte ja nicht ewig andauern. Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Europameisterschaft. So hieß es also nun abputzen und auf nach Schweden. 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 Das war die erste Folge des Stanglpass-Podcasts und auch die erste Folge in unserer Serie über die 90er im österreichischen Fußball. Ich hatte bei meiner Recherche viel Spaß und habe dabei auch viel gelernt, was ich vorher noch gar nicht wusste. Ja, was hätte dieses Team erreichen können, wenn es anders gelaufen wäre? Das ist natürlich nie leicht zu beantworten, aber mehr drin war auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich ansieht, wer damals in dieser Mannschaft gespielt hat und in welcher Form sie alle waren. Aber mit Hetti Vari Veri kommt man ja bekannterweise nicht weit. Also müssen wir es nehmen, wie es ist. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Harald Gassetta, SP1873 und 90er TV. Alle drei haben ein riesengroßes Archiv an alten Fußballvideos hochgeladen, wo auch diese Fußball-Audioclips herkommen. Leute, ihr seid echt spitze. Und ich kann euch allen nur sagen, schaut einmal bei ihnen vorbei. Ich verlinke sie euch in der Videobeschreibung. Da seid ihr auf Tage hinweg mit alten Fußballvideos versorgt. Außerdem auch ein ganz großes Dankeschön an Daniel Kultau vom Yeah Fußball Podcast, der mich überhaupt erst zu dieser Serie inspiriert hat. Auch seinen Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Das nächste Thema habe ich ja am Ende schon ein bisschen leicht angedeutet. Ich denke, ihr könnt euch denken, was jetzt chronologisch als nächstes kommt. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn ihr selbst eine Idee für ein Thema habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Eure konstruktive Meinung zu diesen Videos ist immer gerne gesehen. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao, ciao.